aus dem Schrebergarten deinen Lohn. Mach mit dem Doppelpass. Ja, hallo Leute, darf euch hier herzlich willkommen heißen. Es ist wieder Let's Koop Zeit. Wir sind hier am 16. Spieltag mittlerweile in der 2. Bundesliga. Sofort auch hier mit einer Möglichkeit. Wir sind in Bochum beim Tabellen 14. Ich denke mal, das ist ein Duell auf Augenhöhe, obwohl Bochum schon recht schlecht dasteht. Aber von der Stärke her sind die nicht verkehrt. Möglichkeit jetzt für Bochum nach einer Ecke. Leon Goretzka haben wir hier, der den Ball hoch auf den Elfmeterpunkt passt. Gerade so, dass Zimmermann nicht weiß, ob er rauskommen soll. Mir kann Aydin. Die Sturmspitze kommt so zum Kopfball, verfehlt das Tor aber um wenige Zentimeter. Ja, die Mannschaft des VfL ist hier eher defensiv ausgerichtet. Wollen wir mal schauen, ob hier heute irgendwas geht. Ich sag mal, Konzentration, da kommen wir auch sofort wieder nach vorne und machen das Tor. Gibt's doch nicht. Und ja, wer es ist, das muss ich euch nicht erzählen. Vasilios Papadopoulos. Ja, das Torkrokodil da vorne. Nickt eine Flanke von Sven Schimmel ein. Lute sieht da ganz alt aus. Ja, weil er auf der Linie kleben bleibt. Ich würde mal sagen, natürlich dann in dem Sinne auch ein Torwartfehler. Bochum will sofort nachlegen. Es ist wieder Goretzka, der sich aber den Ball abjagen lässt. Von Glockner, ich kann mal super sagen, ich meine, es war ja nicht vorauszusehen, dass wir hier schon so früh führen würden in Bochum. So, wir stehen sehr gut in der Defensive, haben wenig Mühe, uns den Angriffsversuchen der Gastgeber zu erwehren. Seit 300 Minuten haben die kein Tor mehr erzielt, das ist schon eine Hausnummer. Wieder wir, da war nur eine kleine Möglichkeit. Wir klären hier einen Freistoß, beziehungsweise nicht wir, die Bochumer klären einen Freistoß von uns. Zu kurz, Papadopoulos kommt dann den Ball aus 27 Metern, zieht er ab. Aber den hat Lute jetzt sicher. Jetzt haben wir hier eine mögliche Verletzung. Es ist Glockner. Glockner, der erst vor kurzem wieder zurückgekommen ist. Hält sich jetzt hier den Oberschenkel, beugt sich hier runter. Zeigt aber jetzt Gott sei Dank an, dass es weitergehen kann. Das ist nämlich sehr bitter. Beziehungsweise es wäre sehr bitter gewesen. Der ist dabei eine 1,5. Jetzt hat er sogar eine 1,0. Also ganz starkes Spiel von ihm. Gott sei Dank kann er weiterspielen. Wieder eine Ecke von Goretzka. Aber mir kann Aydin versucht hier unfair sich gegen Thomas Geier Platz zu verschaffen. Freistoß für uns. Munir Schafter, der Innenverteidiger, grätscht hier einem Spieler den Ball vom Fuß. Jetzt kommt wieder Bochum und jetzt machen die den Ausgleich. Alan Kardec, ja, das ist ein Spieler, den haben die von Benfica Lissabon geholt. Wir können eine Flanke von Aydin nicht klären und Goretzka stochert den Ball dann irgendwie zu Alan Kardec, der aus kurzer Distanz dann natürlich keine Mühe mehr hat, zum 1-1 einschieben kann. Das geht so nicht, also das muss man hier nicht sich vor der Halbzeit noch reinwürgen lassen. Also es sah überhaupt nicht so aus, als ob Bochum irgendwas entgegenzusetzen hätte. Nochmal wir, Glanzparade. Das wäre natürlich jetzt toll gewesen, vor der Halbzeit dann wieder noch das Ding auf 2-1 zu stellen, aber Lute macht das hier gut. Chance für uns, langer Ball auf den Flügel. Staphylidis bekommt den Ball in der Eckfahne unter Kontrolle. Zieht dann in den Strafraum, lässt Schafter aussteigen, will schießen, aber Lute wirft sich da heldenhaft dazwischen und vereitelt hier das 2-1. Jetzt kommt nochmal Bochum, nicht das 2-1, wieder Kardec. Der setzt sich hier gut gegen Michael Fitztum durch, legt auf Aydin ab, auf seinen Sturmpartner. Aber Zimmermann kann den Ball aufnehmen. Ja, Zimmermann, der hat nur 4 heute. Abpfiff, erste Halbzeit. Ja, ich denke mal, wir haben hier doch ein paar Spieler zu motivieren. Insgesamt natürlich auch der Costa war nicht gut heute. Ich habe vor dem Spiel gesagt, keinem Zweikampf aus dem Weg gehen. Ich denke mal, so haben wir uns das vorgestellt, kann ich sagen. So, Spielergespräche motivieren den Zimmermann. Der hat nur eine 4. Staphylidis loben wir, genauso wie Schnier. Papadopoulos natürlich das Tor geschossen. Und auch Glockner, klar, zum Glück kann er weiterspielen. Massagen. Papadopoulos. Da Costa. Und auch Schimmel, das passt. Wir können ja leider nicht alle machen. Ja, wir müssen jetzt mal gucken, was wir in der 2. Halbzeit noch erreichen können. Also, die Bochumer sind nicht unschlagbar. Ich bin da sehr gespannt, natürlich jetzt mal alle Spieler zum Warmlaufen schicken. Oh, sofort eine knifflige Entscheidung in Bochum. Geier grätscht an der Strafraumkante. Achtung, dickes Ei. Gegen mir kann Aydin, der geht zu Boden. Jetzt sind wir gespannt, was der Schiedsrichter macht. Der pfeift, aber nur Freistoß, Gott sei Dank. 48. Minute, das wäre übelst bitter gewesen, kurz nach der Halbzeit hier einen Elfmeter zu kassieren. Aber Goretzka, gefährlicher Freistoßschütze, mal gucken. Gutes Ding. Kommt nichts mehr raus. 2 schnelle Freistöße sogar. Den ersten kann Zimmermann abwehren. Und beim zweiten lenkt Zimmermann dann das Ding dann über die Latte. Ich bin mal gespannt, gibt es hier noch Eckball?
Oder nicht? Doch, anscheinend schon. Ja, sie kam noch. Dritte Ecke im Spiel. Ich denke mal, wir müssen jetzt ein bisschen was ändern hier. Nehmen das Pressing ein bisschen zurück. Den Einsatz volle Lotte. Ab der Reihe lassen wir so stehen. Wir machen jetzt schon mal Zeitspiel an. Das klingt paradox, aber Glanzparade schon wieder von Lute. Der hat mittlerweile mit zwei. Mann, Mann, Mann. Also das ist mal ein Auftakt in die zweite Halbzeit. Also ich würde sagen, super, super Zweitligaspieler. Also es gibt wirklich überhaupt keinen Anlass dazu, hier die Tabellenpositionen der Teams mit einzubeziehen, weil 14er gegen 9er klingt so ein bisschen nach Not gegen Elend. Wieder mal eine Ecke. Diesmal aber von uns, Elton da Costa. Aber Papadopoulos bedrängt ja den Torwart im Fehlerraum. Ist natürlich dann in dem Sinne abgepfiffen. Klar, Riesenchance für uns. Jetzt Darmstadt kontert 5 gegen 4 Überzahl über Glockner. Schimmel hat nur noch Lute vor sich. Ja, mir wäre jetzt der Papadopoulos lieber. Legt den Ball an Lute vorbei. Aber der ist unten, packt dann zu, nimmt ihm den Ball da vom Fuß. Schade, schade, das wäre es dann gewesen. 52. Minute haben wir erst. Also das ist hier wirklich ein hochklassiges Spiel momentan. Noch nicht mal 10 Minuten gespielt in der zweiten Halbzeit, sondern das zieht sich hier ellenlang, weil wir mit den Chancen gar nicht mehr hinterherkommen. Jetzt scheint es ein bisschen abzuflachen. Ich kann trotzdem mal sagen, weiter so. Und jetzt kommt ein Spieler rein, den kennen wir noch sehr gut. Der hat in der letzten Rückrunde für uns gespielt. Engelbrecht. Da müssen wir sofort mal in die Taktik gehen, mal die Manndeckung anpassen. Engelbrecht, 64er Stärke. Da kann Danny Latzer sich drum kümmern. Ja, der Engelbrecht, der musste ja in der letzten Saison Lennart T. ersetzen, der leider verletzt war ziemlich lang. Der hat es dann am Ende gar nicht mal schlecht gemacht. Wollen wir noch irgendwas wechseln? Glockner. Aber der hat einen 2,5. Fitztum 4,5. Ich denke mal, wir machen mal hier was Verrücktes und stellen mal um. Können da gerne mal mit zwei Stürmern spielen. Das bietet sich natürlich an. Da wir noch mit Albrecht einen Mann auf der Bank sitzen haben, der mit einer 61 gar nicht so schlecht drauf ist. Auch eine gute Moral hat im Moment. Müssen wir natürlich jetzt noch hier gucken. Laufwege. Anweisungen. Laufwege. Ich denke mal, der kann ruhig ein bisschen zurück mal gehen. Papadopoulos bleibt vorne. Das ist ja das, was er am besten kann. Oh, hier ist eigentlich Goretzka natürlich mit Sonderbewachung. Den hat man ja wirklich nur gesehen, permanent. Den lass er doch lieber auf Mirkan Aydin. Der hat ja auch die Vorlage gemacht zum 1-0, beziehungsweise 1-1. Nicht 1-0, das haben wir ja geschossen. Jetzt kommt Migyen Bascha für Marcel Maltritz in die Partie. Also die machen hier quasi einen Doppelwechsel. Da kommt jetzt Lukas Albrecht für Michael Fitztum in die Partie. Wir haben noch ungefähr 25 Minuten zu spielen. Passiert hier noch was? Enes Usun kommt für Sinkiewicz in die Partie. Also Bochum hat jetzt quasi beide Sechser ausgewechselt und neue Männer ins Spiel gebracht. Möglichkeit, aber abseits von Albrecht. Jonas Akistapace rückt hier geschickt heraus. Was für ein Name. Nochmal eine Chance, aber das sind alles eher kleine Chancen. Schöner Konter wieder von uns über mehrere Stationen. Letztlich bedient dann Schimmel den mitgelaufenen Latzer. Lute kann zur Ecke abwehren. Latzer ist natürlich auch kein Stürmer, also da sind immer die falschen Männer vorne am Abschluss. Ecke bringt nichts ein. Einfache Aufgabe für Lute. Kommt ein bisschen raus und schnappt sich das Leder mit beiden Händen. Also überhaupt kein Thema. So, wir wechseln Adam Strait, der leider verletzt war und immer noch von der Form her nicht hinterherkommt. Also das wird wahrscheinlich noch ein paar Wochen dauern, aber das kann er natürlich nur ändern mit Spielpraxis. Goretzka muss behandelt werden nach Attacke von Strait. Ich würde sagen, mit Nachspielzeit ungefähr eine Viertelstunde. Nochmal Konzentration. Goretzka erobert jetzt den Ball im Mittelfeld. 10 Minuten noch. Jetzt die Ansage, wir können noch einmal wechseln. Staphylidis holt sich jetzt die gelbe ab, taktisches Foul. Ja, gehen wir nochmal kurz in die Anweisungen. Nicht, dass wir ihn hier verlieren in den letzten Minuten. Das wäre natürlich für die nächsten Spiele fatal. So, Statistiken, ja, das ist alles relativ ausgeglichen. Ballbesitz ist natürlich schon ganz gewaltig im Plus für uns. 62% hatten wir. Sherwin, Rabscha, Bali, Fadi tankt sich auf der linken Seite durch, zieht dann in den Strafraum, sucht den Abschluss, aber wir können uns hier in dem Fall auf Zimmermann verlassen. Mirkan Aydin verpasst dann nur knapp am Abpraller. Goretzka scheint sich verletzt zu haben.
Und Glockner spielt den Ball ins Aus. Ich sag mal, hinten dicht. Das müssen wir das irgendwie noch für die letzten knapp 5 Minuten über die Zeit bekommen. 1-1 in Bochum wäre super. Die kommen jetzt nochmal nach vorne. Kleine Möglichkeit, aber Gott sei Dank nur Goretzka wieder. Wird links steil geschickt, will an Geier vorbeigehen. Bleibt zunächst hängen. Setzt nach. Holt sich den Ball wieder. Spielt in die Mitte, wo Engelbrecht lauert. Staffelidis kann das Ding noch zur Ecke abblocken. Also noch nicht zu Ende des Spiels. Nochmal eine Ecke, die anscheinend nichts eingebracht hat. Nachspielzeit. Wir wollen nochmal wechseln. Wir müssen noch ein bisschen Zeit hier wegnehmen. Glockner kann jetzt rausgehen. Die am Ende doch nur eine 3 hatte, also die zweite Halbzeit war nicht so gut wie die erste. Aber wir konnten ein bisschen Zeit schinden, das ist wichtig. Ja, da ist das Spiel zu Ende. Ich würde sagen, schon ein gewonnener Punkt, keine 2 verlorenen Punkte. Also es war wirklich ein Hin und Her, würde ich sagen. Und am Ende verdient für uns, wir gehen mal in den Nachbericht. So, da bin ich wieder. Staffelidis war bester Mann bei uns, der hat eine Note 2. Andreas Lute, also der hat Bochum hier schon, muss man sagen, einen Punkt gerettet. Note 1,5, ganz starke Aktion. Ja, die Teamansprachen haben beide funktioniert, keinen Zweikampf aus dem Weg gegangen. So haben wir es vorgestellt. So, wir können eigentlich mal in die Statistik gucken. Da sehen wir es nochmal, 60-40 Ballbesitz. Also da waren wir wirklich ganz gewaltig überlegen. Tore schon in der ersten Halbzeit gefallen. So, Ergebnisse. Ja, 6-0 knallt hier Nürnberg-Bielefeld weg. Das ist ja richtig abartig. Wir stehen nach wie vor auf Platz 9. Das sind immer noch 7 Punkte auf die Relegation, beziehungsweise 8 Punkte auf den 17. Sandhausen. Heidenheim kommt jetzt ein bisschen da unten raus. Also da ist noch gar nichts verloren, würde ich sagen. Bielefeld, da wird es jetzt schon eng. So, die Stimmen. Wir sind mit dem Ziel hierher gefahren, 3 Punkte zu holen. Nun hat es einmal mehr zu einem Unentschieden gereicht. Wenn man das Chancenverhältnis betrachtet, geht das Ergebnis allerdings in Ordnung. Jetzt müssen wir im nächsten Spiel unbedingt 3 Punkte holen. Ja, ich finde, im Großen und Ganzen hat er da recht. Beziehungsweise habe ich recht. So, 11 des Tages. 2 Nürnberger haben wir hier drin. Rüdiger und auch der Balic. André Hoffmann, den sehen wir hier, den habe ich ja im Nürnberg-Let's Play in der Abwehr stehen. Schön, dass er auch mal hier drin ist, vertreten. Ja, wir stehen relativ weit oben mit Durchschnittsnote 3,18. Papadopoulos mit einem Tor heute. Rückt wieder ein bisschen ran an Silvio und Lennarty. Bei den Notenbesten immer noch Zimmermann, Beisel und auch Stekemeyer jetzt dabei. So, Fairplay. Da kann man noch festhalten, dass wir immer noch in der ersten Hälfte stehen. 9. Verletzungen ist hier nix. Ja, nochmal auf die Ergebnisse. Was haben wir denn jetzt als nächstes noch? Da haben wir das Spiel gegen Union. Die sind Tabellenzweiter. Ganz stark. 2 Spiele in Folge gewonnen. Das wird nicht einfach werden. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Zumindest spielen wir dann zu Hause. Ja, und ich würde sagen, liebe Leute, wir sehen uns dann ja gegen Union. Macht's gut. Bis denn. Liebe Leutchen, ja, herzlich willkommen mal wieder. Der 17. Spieltag ruft. Es ist heute... ja, ein kleines Spitzenspiel. Ich würde sagen, 9. gegen 2. Das Spiel beginnt sofort mit einem Fehlpass. Union Berlin, also ganz stark in dieser Saison. Sind auf jeden Fall ein Aufstiegskandidat. Jetzt, die haben auch die erste Möglichkeit. Björn Jopek spielt da steil auf Simon Terodde, der aber dann im letzten Moment noch von Konstantinos Staffelidis außen abgedrängt werden kann. Sven Schimmel holt sich jetzt hier sehr früh die gelbe Karte ab. Das ist natürlich alles andere als optimal. Der hat eine schöne Stärke im Moment von 67. Müssen wir trotzdem mal in die Anweisung gehen und dem hier mal die Tacklings ein bisschen runterschrauben. Er ist ja nicht unmittelbar ein Abwehrspieler bzw. Verteidiger. Defensivspieler, dass es da so wichtig wäre, dass er da Tacklings macht. Das ist trotzdem schon eine Schwächung. Wir sind ungefähr 25 Punkte schwächer als Union. Kommen jetzt aber vors Tor. Ecke von links, erste im Spiel. Natürlich Elton da Costa, Dimitrios Roussis. Köpft die Kugel aber gleich wieder weg. Ja, was können wir heute hier reißen? Das ist jetzt eigentlich ein... das zweite Spiel hintereinander gegen eine richtig starke Mannschaft. Bei Bochum hat man es nicht gesehen, weil die so weit unten standen. Aber Union natürlich ein ganz dickes Gerät. Möglichkeit, die war nicht schlecht. Konzentration nochmal, war eine Ecke für Union. Zafajelin. Und das war hier ein bisschen Wirrwarr. Ball kommt letztendlich vor die Füße von Roussis. Der zieht ab. Simon Terodde steht in der Schussbahn, fällt den Ball mit der Hacke ab. Und Zimmermann kann dem Ding nur hinterher gucken. Zentimeter geht er am Tor vorbei. Ja, ich würde sagen, nach einer Viertelstunde dicke, dicke Glück für uns. Da kann es dann mal schnell 0-1 stehen. Nächstes Mal, dass Union nach vorne kommt. Gute Chance. Dicke Chance. Ja, und jetzt klingelt's. Jetzt klingelt Simon Terodde.
Der Berliner Stürmer, eine Stärke von 66, gar nicht mal so stark, aber wenn man das Verhältnis sieht zu seinen Teamkameraden, da sind schon welche mit einer 70 unterwegs. Aber er hat anscheinend guten Torriecher, lässt hier Zimmermann keine Chance, wurde von Parensen bedient. Jetzt kommen wir, mal sehen, ob wir das Ding hier gleich ausgleichen können. Können wir nicht, leider. Wieder Russis, der ist im Moment hier überall, schießt beim Abwehr, versucht den eigenen Mann an, sehr lustig. Ball kommt dann unfreiwillig zu Papadopoulos, aber Markus Karl schmeißt sich da noch zwischen. Eckball, der aber möglicherweise, nee, der bringt nichts ein. Halbe Stunde jetzt gespielt. Ja, die Statistiken sehen wir da. Union hat die eine Dicke, die sie hatten, haben sie genutzt. Ballbesitz auch klar für die Berliner momentan. Möglichkeit jetzt. Glockner, der linke Mittelfeldspieler, mit einer gelungenen Flanke, die den Kopf von Fitztum findet, der mal vorne aufgetaucht ist. Kann das Ding nicht nutzen, meilenweit am Tor vorbei. Ja, das geht besser. Das geht eindeutig besser. Also die erste Halbzeit war ja sehr chancenarm. Aber verdiente Führung, würde ich sagen, für die Unioner. So, ich denke mal, wir machen das, was wir auch schon gegen Bochum gemacht haben. Wir stellen um, Fitztum muss raus. Und es kommt dann der zweite Stürmer. Danny Latzer natürlich ein bisschen in die Mitte ziehen. So, Lukas Albrecht bekommt seine nächste Chance, volle 45 Minuten für ihn zu zeigen, dass er was kann. Ja, Straight brauche ich nicht einwechseln, obwohl Gaia hier eine schlechte Note bekommt, aber Straight ist einfach auch nicht in Form momentan. Beisel sogar besser als Gaia, obwohl er von der Stärke da nicht rankommt. Aber Stärke ist halt nicht alles. So, nee, Taktik müssen wir noch machen. Nicht so voreilig. So, wir gehen ein bisschen vor mit der Abwehr. Wir spielen ja zu Hause. Wir haben nichts zu verlieren gegen Union. Da wir jetzt sowieso hinten liegen, können wir jetzt unser Heil dann wirklich in der Offensive suchen. Auch nicht mehr so ängstlich spielen. Ruhig ein bisschen forscher nach vorne. Gehen wir weiter. Natürlich den Rest hier aufwärmen lassen. Albrecht für Fitztum. Der war auch nicht gut. Der hat nur eine Note 4,5 gehabt. Da war Danny Latzer mit einer 5. Aber Danny Latzer ist einfach eher so der Aktivposten in der Defensive. Der eher so die Bindung zur Mannschaft hat. Nächste Chance. Glanzparade jetzt von Jan Klinker. Note 1,5. Ja, gegen uns haben die Torhüter immer irgendwie immer gute Noten. Ich weiß auch nicht. Kerze im Strafraum kommt von Koplin. Elton da Costa schiebt sich dann zwischen zwei Berliner Verteidiger. Verschafft sich Platz. Flacher Schuss in die Ecke, aber Klinker kann das Ding zur Ecke abwehren. Weiter so, liebe Leute. Liebe Männer in Blau. Ja, Ecke bringt aber nichts rein, weil schon wieder dieser Russis dazwischen ist. Perfektes Timing, klärt sehr gut per Kopf. Torhüter Klinker bedankt sich dann bei ihm. So, jetzt holt sich der Unioner Markus Karl die Karte. Das ist die erste für Union. Ja, jetzt hat es aufgehört zu regnen vorhin. Ganz zu Beginn der zweiten Halbzeit. Vielleicht hilft es uns ein bisschen, damit wir unser geniales Tiki-Taka auspacken können. Michael Parensen jetzt mit der nächsten Gelben. Gegen Lukas Albrecht. Bringt ihn zu Fall. Holt sich damit dann. Verdient den Karton ab. Jetzt kommt Union wieder. Markus Karl, der eben gelb gesehen hat, mit einem extrem ungenauen weiten Ball nach vorne. Da kommt keiner hin. Macht nichts. Macht überhaupt nichts. Jetzt klare Abseitsstellung von Terodde. Wir machen jetzt mal das Konterspiel raus. Abseitsfalle. Voller Angriff. Was haben wir denn schon zu verlieren? Knappe halbe Stunde jetzt noch zu spielen. Jetzt kommt Union wieder und jetzt ist das Ding drin. Jetzt habe ich voller Angriff gedrückt und was passiert? Natürlich ein Gegentor. Es ist wieder Russis, also der hat was gegen mich. Die Berliner hören auf 0:2. Dimitrios Russis läuft ganz alleine mit dem Ball durchs Mittelfeld, wird nicht angegriffen, haut aus 27 Metern den Ball flach oben rechts ins Tor. Wie ein Strich, chancenlos. Also das war natürlich dann noch ein Paradebeispiel eines Tores von einem Abwehrspieler, der einfach mal von hinten nach vorne läuft. Also heute kommt hier alles zusammen. Nicht das 2:1 für uns. Flankenwechsel von Glockner aus dem linken Halbfeld. Landet der Ball bei Schimmel. Der vernascht Parensen, aber schießt vorbei. Nächste Chance ist auch nicht drin. Gewaltschuss aus der zweiten Reihe trifft Albrecht. Zwar nicht das Tor, aber er holzt hier das Maskottchen der Berliner um. Ja, mir wäre lieber gewesen, er hätte den Kasten getroffen, der ungefähr 7-mal so groß ist wie das Maskottchen. Aber was will man machen? So, jetzt wechseln wir. Thomas Geier, der hat immer noch eine 4. Also der an dem geht das Spiel heute extrem vorbei. Adam Strait kommt in die Partie. Vielleicht kann er der Mannschaft noch ein bisschen Stabilität geben. Alles nach vorne, was geht. Abwehrreihe genauso. Und dann wollen wir mal schauen. Nächste Möglichkeit, auch die bringt am Ende nichts ein. Björn Koplin muss nach einer Flanke von Schimmel hier Kopf und Kragen riskieren. Papadopoulos stand hinter ihm.
Und jetzt ist er drin. Das war eine kleine Möglichkeit. Super, Jungs. Es ist Stafylidis, der tatsächlich eine Stärke von 71 mittlerweile hat. Der Linksverteidiger war nach einer Ecke von Elton da Costa in Ballbesitz bekommen. Hat hier Björn Jopek aussteigen lassen und dann sofort abgezogen. Keine Chance für Jan Klinker. Vielleicht geht ja noch was. Vielleicht geht noch was. Hier kann man nichts mehr machen. Da ist schon alles ja, bestmöglich nach oben geholzt. Union kommt. Also was für ein wahnsinnig tolles Fußballspiel gegen Union. Quiring dringt dann in den Strafraum ein und spielt hier Stafylidis den Torschützen, zieht dann ab, Ball fliegt fast parallel zum Tor, geht nur wenige Zentimeter am Langeck vorbei. Richtig, richtig gefährlich. Christoph Menz kommt jetzt in die Partie für Björn Koplin, ein Wechsel auf der Innenverteidigerposition. Wir wechseln auch. Und zwar geht Sven Schimmel raus für Benjamin Bayer. Wir machen nochmal voller Angriff. Normalerweise müsste jetzt wieder ein Gegentor kommen, wenn das Gesetz der Serie da wieder zuschlägt. Jan Klinker spielt jetzt hier auf Zeit. Ja, die sind natürlich abgezockt, die Berliner. Nochmal ein Wechsel. Sundi für Marc Ferzel. Ja, auf der rechten Verteidigerposition. Möglichkeit für uns. Kleine Chance. Nicht das 2:2. Glockner gewinnt den Zweikampf gegen Markus Karl. Ja, der kann nicht mehr richtig. Der hat gelb. Dann rutscht er beim Torschuss weg. Mensch, 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 Mensch. Es kommt aber noch Pech dazu hier. Nächste Chance. Die ist gut, jetzt muss er rein. Den muss er jetzt machen, wer auch immer. Der macht ihn. Jetzt bin ich gespannt, wer. Es kann ja nochmals nur einer sein, klar. Vasilios Papadopoulos in der 80. Minute macht er hier den Ausgleich. Elton da Costa geht nach einem Stellungsfehler von Menz in den Strafraum, schießt. Klinker pariert, aber Papadopoulos steht da in bester Mario Gomez-Manier und schießt überlegen ein. 10 Minuten haben wir noch, vielleicht geht ja noch was. Wir stehen jetzt natürlich komplett vorne. Möglichkeit für Union. Das gibt's doch nicht. Boah, glaubst du es denn? Da machst du den Ausgleich und 3 Minuten später kassierst du den erneuten Nackenschlag. Björn Jopek gibt den Ball von links rein. Christian Stuff chippt ihn galant ins Tor. Ja, jetzt klappt sogar sowas. Also wenn du oben stehst, hast du natürlich auch das Glück. Was haben wir jetzt? Foul von Menz an Glockner im Strafraum. Es gibt doch Elfmeter. Ich will den nicht schießen. Hoffentlich nicht. Ach, anscheinend habe ich das hier deaktiviert. Im Nürnberg Let's Play schieße ich die selber und verholzt die meistens. Elton da Costa läuft an und der passt. Der passt in die Ecke unten rein. 3:3. Was ist denn hier los? 6 Tore haben wir hier gesehen. 84. Minute innerhalb von 4 Minuten 3 Tore gesehen. Jetzt müssen wir natürlich hier dieses Harakiri ein bisschen bremsen, ein bisschen zurückgehen. Jopek scheint sich verletzt zu haben. Danny Latzer zeigt sich aber als fairer Sportsmann, spielt den Ball ins Aus und ermöglicht ihm die Behandlung. Nochmal Union, jetzt bitte nicht wieder verlieren. Nein! Boah, Gott sei Dank, schönes Kombinationsspiel des 1. FC Union Berlin. Über verschiedene Stationen läuft der Ball dann durchs Mittelfeld. David Toledo kann sich aber nicht gegen Danny Latzer durchsetzen, verliert den Ball. Zeitspiel, alles was jetzt möglich ist. Ball essen, draufsetzen, was auch immer. Ich hoffe mal, dass es jetzt durchgeht hier. Nachspielzeit ist zu Ende, Schlusspfiff. Mensch, 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 also was ein Fußballspiel. Hier alterst du ja um Jahre, wenn du dir das hier gibst. Ja, 17. Spieltag ist vorbei. Ich denke mal, es wird jetzt vor Weihnachten noch ein paar Spiele geben. Müsste eigentlich, weil ja auch Pokal auch noch kommt gegen Freiburg. Ich würde sagen, wir gehen in den Nachbericht. So, da bin ich wieder. Wir haben 2 griechische Topspieler. Einerseits Papadopoulos bei uns, ein Tor gemacht. Nicht 2, ich dachte, nee, das andere war Stafylidis. Und natürlich Roussis, Note 1,0, also der war überall. Der hat nicht nur hinten verteidigt, der hat sogar ein Tor geschossen. Und ich habe in meiner Dusseligkeit ganz vergessen, die Teamansprachen und die Massagen und Motivationsaktionen in der Halbzeit durchzuführen. Also wie doof kann man denn bitte sein? Ja, vor lauter Hektik und so weiter habe ich das komplett vergessen. Ja, da sieht man es nochmal. Da ist ein Strich, wo eigentlich 100% stehen sollte. Ja, das passiert. Also manchmal hast du deine Gedanken echt an sonst wo und vergisst die einfachsten Sachen, wo du dich dann nachher selber ohrfeigen könntest. Aber was will man denn machen? Wir können mal in die Statistiken gehen, würde ich sagen. Schauen uns das mal an. Wie sah es denn hier aus? 8:4 Chancen. Ballbesitz 60:40. Also wenn man das jetzt nicht so anguckt, waren wir klar überlegen. Auch die Schüsse aufs Tor. 5:2. Ja, was sollst du machen? Ich meine, man muss jetzt hier nicht unglücklich sein. Um Gottes Willen, mit einem 3:3. Wir haben ja schon 2:0 hinten gelegen nach einer guten Stunde. Da sieht man es nochmal. 63. Und dann in der 80. ausgeglichen, dann innerhalb von 2 Minuten danach nochmal 2 Tore.
Haben wir Glück, dass wir den Elfmeter bekommen, aber ja, so ist Fußball. Kann ich nur immer wieder wiederholen. Ergebnisse, wir bleiben auf unserem 9. Platz. Unten verliert alles. Ja, Sandhausen nicht, die gewinnen. Aber ansonsten verliert wirklich alles bis zu Platz 12 hoch. Frankfurt jetzt auf dem Relegationsplatz. Heidenheim auch wieder verloren heute. Unsere beiden Mitaufsteiger ganz unten gegen Erzgebirge Aue haben sie verloren. Sandhausen zum ersten Mal seit Ewigkeiten wieder auf Platz 15. So, ja, die Stimmen. Das war ein sehr schweres Spiel. Der erste FC Union Berlin hat sehr gut gespielt. Wir mussten bis zur letzten Minute kämpfen. Ich bin froh, dass wir noch den Ausgleich geschafft haben. Das war ein intensives Spiel mit zwei guten Mannschaften. Ich würde sagen, mit zwei sehr, sehr guten Mannschaften. Also Union hat es wirklich verdient, da oben zu spielen. Und wir haben es verdient, in der Liga zu sein. Das kann man vielleicht als Fazit nehmen. So, kein Spieler von uns. Der Stuff hat es reingeschafft. Und auch unten der Russis. Sehen wir noch. Da ist Stuff. Russis. Mich würde mal interessieren, wo die den herhaben. Wirklich ganz stark. Ein 72 hat der. Kam von Tripolis, haben die den geholt aus Griechenland. Ja, für sowas hätten wir gar kein Geld. Aber ich meine, Union, die können natürlich mit ein bisschen anderen Beträgen jonglieren. Stuff war sogar Spieler des Tages. Teamleistung. Da stehen wir überraschenderweise ganz weit unten mit 3,59. Union hat sogar eine Note unter 3, 2,95. Das ist überraschend. Also das hätte ich eigentlich erwartet, dass es ein bisschen ausgeglichener ist, nachdem wir so gut zurückgekommen sind. Papadopoulos ist jetzt vorne, was hier die Torschützenliste angeht. Beisel und Stegmeier waren dann noch bei den Notenbesten dabei gewesen. Und hier haben wir das Fairplay immer noch Platz 7. Verletzungen sehen wir hier gar nichts. Heidenheim sehr gebeutelt. Und ja, abschließend kann man eigentlich fast nur noch sagen, wir haben jetzt das nächste Heimspiel gegen Braunschweig, das muss vor Weihnachten noch gespielt werden und dann normalerweise noch ein Spieltag und dann noch Pokal. Also normalerweise müssten wir noch gegen Braunschweig und gegen Nürnberg spielen vor Weihnachten und dann noch Freiburg-Pokal. Das wird auf jeden Fall sehr spannend, mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch und ich hoffe, wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder beim 18. Spieltag gegen Braunschweig. Dann beginnt die Rückrunde. Alles klar, macht's gut, liebe Leute.